Dieser Adapter kann deine Grafikkarte zerstören. Und damit hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um den PC. Und aus aktuellem Anlass muss ich eine ganz große Warnung aussprechen zu dem 12 Volt High Power 180 Grad Engelt Adapter. Diesen Adapter habe ich in ein paar PCs verbaut. Ich werde jetzt auch im Anschluss an dieses Video sofort meine anderen Kunden informieren, wo ich diesen Adapter verbaut habe, denn ich hatte eben gerade ein Telefonat mit dem guten Ilja. Das Video zu dem PC habe ich auch erst kürzlich veröffentlicht, ich glaube letzte Woche auf YouTube. Ja, ein fantastischer Gaming-PC im Industrial Design. Da habe ich unter anderem, wie gesagt, auch diesen Stecker verwendet und ich habe jetzt eben gerade mit ihm ein Dreiviertelstunde langes Telefonat gehabt, denn bei ihm ist dieser Stecker halt angekokelt, so doll angekokelt, dass die ganze Bude nach verkokeltem Plastik gestunken hat und so weiter. Kurz zur Story, was passiert ist. Er hatte mich erst kontaktiert, weil seine Grafikkarte geflimmert hat. Die Kontrollleuchte an der Grafikkarte neben dem Stromanschluss hat auch wohl geleuchtet. Und sobald der PC unter Last ging, sind auch die Monitore ausgegangen und so weiter. Dann hat er alles Mögliche gemacht, Windows neu installiert und so weiter. Und es hat alles nichts geholfen, beziehungsweise er hatte dann nochmal einen Timespy gestartet und der PC ist dann nicht ausgegangen. Und dann ist es halt quasi zu einer Rauchentwicklung gekommen, die ganze Bude stinkt nach verbranntem Plastik und was weiß ich nicht alles. Und dann hat er diesen Stecker rausgeprokelt. Und ja, wie man sehen kann, ist dieser Adapterstecker angekokelt. Jetzt ist er und ich, wir sind ein bisschen auf die Recherchereise gegangen, beziehungsweise er hat mir schon viel abgenommen. Und das Problem ist wohl, ja, schon seit einigen Tagen jetzt bekannt. Also vor 23 Tagen gibt es jetzt hier so ein Reddit-Thread, über Cable-Mod-Adapter. Du siehst, Asus-Grafikkarten sind hier wohl auch am meisten betroffen. Und dann natürlich die am meisten Strom verbrauchen, 4090. 4080. Den Beitrag verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Mittlerweile gibt es auch schon in LA jemanden, der das fixt. Das ist wohl hier der Northridge Fix, der diese Adapter hier auslötet, beziehungsweise den Stromanschluss auslötet von der Grafikkarte, der halt defekt ist. Das Video verlinke ich auch einmal unten. CableMod hat dazu auch schon Stellung genommen und will bei eventuellen Garantieansprüchen da auch in die Haftung gehen. Ja, aber sonst wäre auch wahrscheinlich der Name komplett hinüber. CableMod ist nach wie vor, also ich wüsste jetzt keinen besseren für gesleevte Kabel, wenn jemand irgendwie was mit gesleeften Kabeln haben will. Dieser Adapter kostet halt auch 40 oder hat, glaube ich, zum Marktstart sogar 50 Euro gekostet. So, wer geht denn davon aus, so ein Adapter, der 50, 40 Euro kostet, dass der so welche Probleme machen kann. Ich habe den ja auch oft selber empfohlen, ja, weil es halt die beste Möglichkeit ist, gerade im Lianli O11 Gehäuse, ob XL oder normal, Evo, wie auch immer, weil du sonst halt mit dem Standard Nvidia Adapter, ja, da das Kabel ja sowieso extrem dann knicken müsstest, um überhaupt die Scheibe drauf zu kriegen, und da das dann ja wahrscheinlich schon eher noch vorprogrammiert ist, dass dann irgendwelche Kabelbrände zustande kommen, diesen Adapter empfohlen. Davon kann ich natürlich jetzt, nachdem ich diese Story mit ihm durchgemacht habe, komplett von abraten und werde jetzt auch alle informieren, bei dem ich diesen Adapter noch verbaut habe. Meine Empfehlung wäre jetzt, nativ auf ein Kabel zu gehen, zum Beispiel von BeQuiet, je nachdem, was man für ein Netz hat. Es gibt das auch für Corsair, welches dann halt direkt hinten ins Netzteil reinkommt und auf der anderen Seite hast du halt den 12 Volt High Power Stecker. Das Ganze würde dann so aussehen, so habe ich das ja halt auch verbaut in dem letzten PC-Video, was ich auf YouTube veröffentlicht habe. Da haben wir das ja auch mit diesem Dings gelöst und du siehst, du kriegst hier auch einen relativ engen Bogen rum, ohne dass du hier irgendwie den Stecker belastest, weil erstmal hier so ein halber Zentimeter das Kabel rausgeht und diese Kabel sind natürlich viel flexibler als die gesleeften Kabel. Die Vermutung liegt aber nahe, dass sich das hierbei um einen schleichenden Prozess handelt. Denn grundsätzlich teste ich ja alle Systeme sehr ausführlich, bevor die hier die Bastelnerd-Stube verlassen. Und ich habe auch seinerzeit zu diesem PC von dem Ilja ja auch ein Video gemacht, wo man ja auch ganz klar sehen kann, dass ich halt auch 450 Watt auf dieses ganze System, die Grafikkarte und das Kabel und so weiter, drauf gefeuert habe. Den habe ich gebaut
Ende März, also er lief halt auch ein paar Monate problemlos. Deswegen ist natürlich jetzt hier zu beachten, dass jetzt jemand, der vielleicht auch diesen Stecker verbaut hat, aber jetzt gerade irgendwie aktuell ein Spiel spielt, wie zum Beispiel Diablo 4, was jetzt halt gerade nicht 450 Watt vom Netzteil benötigt, sich das dann erst in ein paar Monaten, wenn das Spiel gewechselt wird oder sonst irgendwie was, zum Trage kommt. Und selbst bei diesen 450 Watt, was eine aktuelle 4090 zieht, sind wir ja immer noch 150 Watt unter der eigentlichen Spezifikation von 600 Watt, denn dieses 12 Volt High Power Kabel soll ja 600 Watt kosten. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ich empfehle nur allen, die diesen Stecker verbaut haben, wie auch immer, baut ihn aus, baut es irgendwie um, weil die Gefahr ist gerade wirklich aktuell zu groß. Wenn man sich das alles durchguckt und sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, da auf Reddit und so, es sind auf jeden Fall keine Einzelfälle, obwohl ich ja auch gerade erst letztens einen Short hochgeladen habe zum Thema 12 Volt High Power Stecker wird alles heißer gekocht, als es gegessen wird. In den meisten Fällen steckt der Stecker nicht richtig drin. Ja, das war auch am Anfang so, aber scheinbar ist dieser Adapter halt auch fehlerhaft. Ja, so viel zu meinem Statement. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen warnen oder weiterhelfen. Bei Bastelnerd wisst ihr immer, bei mir gibt es den ehrlichen Content. Ich werde nicht von CableMod bezahlt dafür, dass ich diesen Stecker hier irgendwie in die Kamera gehalten habe oder sonst irgendwie was, sondern ich bin hier 100% an der Community dran, beziehungsweise meine Videos und so werden mehr oder weniger finanziert durch Kundenaufträge und selten durch Hersteller. So, das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasse doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch von mir aus einen Daumen nach unten, weil du das scheiße findest. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder.